Ich bin neu im BMS-Athletenteam. Ja, mein Training ist ziemlich spartanisch, also ich trainiere dreimal die Woche. Ich trainiere dreimal die Woche Bankdrücken in verschiedenen Intensitäten. Habe leider in der Vergangenheit mit Nebenübungen sehr, sehr geschludert, was sich jetzt leider auch auf meine Disbalancen sehr negativ ausgewirkt hat. Habe jetzt im letzten Jahr angefangen, mehr Nebenübungen zu trainieren, aber auch das wirklich nur auf die Grundübungen bezogen. Das heißt, ich trainiere im Prinzip dreimal die Woche Rücken, ich trainiere dreimal die Woche zwei Rückenübungen, dreimal die Woche zwei Trizepsübungen und Bizepsübungen. Ja, und mein Bankdrücken halt relativ exzessiv in verschiedene Varianten mit Ketten, mit Bändern. Von Boards halte ich persönlich nicht viel, aber ja, das ist mehr oder weniger ist mein Training, aber es bezieht sich auch pro Trainingseinheit auf 1,5 bis 2 Stunden. Also wenn ich Bankdrücken mache, dann dauert das schon relativ lange. Wobei ich auch recht gerne Pausen mache, muss ich dazu sagen. Ich habe bis vor ein paar Jahren nach verschiedenen Trainingssystemen trainiert, unter anderem auch nach dem 3x3 von Mieczyslaw Safranski und Stefan Korte. Das habe ich aber mittlerweile nicht mehr, weil ich dazu zu sehr eingeschränkt war in meinem eigenen Training, wie ich es mir ausgedacht habe. Mittlerweile habe ich meinen eigenen Plan für mich zusammengefasst, den ich als SPS bezeichne, Schick Power System. Das heißt, ich trainiere momentan jetzt viele Wiederholungen, also Hypertrophie, und habe meine 10er-Sätze, was für mich schon fast ein Cardio-Bereich ist, weil ich überhaupt keine Wiederholungen gern drücke. Und werde dann ungefähr 5 Wochen vorm Wettkampf werde ich dann auf 5er und 4er umsteigen, Wiederholungen, sodass ich dann 3 Wochen vorm Wettkampf meine Shirt-Einheiten einbaue und ja, da mich dann versuche halt in meinem Shirt so zurechtzufinden, dass ich dann für den Wettkampf im Shirt bestmöglich zurechtkomme.